go. Go! Go! This is for work. So, jetzt geht offiziell die neue Saison los. Inoffiziell ist nur die zwei Wochen noch. Wir haben alle ein Spiel. Oberliga. Also ab jetzt. Also wir haben relativ früh für uns erkannt, dass wir, als Jens und ich das im letzten Jahr übernommen haben, dass wir bezüglich Nachwuchs, insbesondere bei dem Jahrgang 09, es die große Herausforderung geben wird, dass es nicht den Leistungsnachwuchs haben und nicht den Leistungsnachwuchs gibt, den wir gerne brauchen, um die Oberliga zu schaffen. So, wir haben ganz klar das Ziel, erste Herren baut jetzt was Neues auf mit dem neuen Trainer, die A-Jugend soll Oberliga spielen, die B im Idealfall auch und die C auch. Und da haben wir uns orientiert, ab Oktober, ey, wir müssen uns umgucken, um neue Spieler zu kriegen. Ja, die, zum Teil haben die uns angesprochen, die Eltern, die Jungs. Und einige haben wir angesprochen und die wollten alle kommen. Und ist eine super Truppe, auch vorher gewesen, die hochgekommen sind und die geblieben sind in der C. Und die haben sich alle gut angepasst und die wollen das, was wir wollen. Aber ich glaube, es ist das Ganze drumherum. Wir haben relativ schnell mit dem Trainer von Garrel, mit dem Thomas, den kann ich auch ruhig erwähnen, relativ schnell eine Kooperation hingekriegt, dass die Garreler relativ frühzeitig hier bei uns mit eingestiegen sind. Also auch klar war, dass sie zu uns kommen. Dann profitieren wir natürlich durch das Stützpunkttraining. Ne, da ist ein stetiger Austausch. Ja, und so wird das dann irgendwann zum Selbstläufer, dass einfach die Spieler sehen, okay, der ist da, der ist da, der ist da. Das Training, die Trainingsinhalte sind einfach gut strukturiert. Da entsteht gerade was. Und dann ist es einfach für uns Trainer, dann auch die Leute hierher zu lotsen. Wir haben drei Fokusse gelegt. Der erste Fokus war wirklich in das kooperative Abwehrspiel, insbesondere mit dem Blick auf die 3-zu-1 Abwehr. Dann zweiter Fokus war, ins Tempospiel zu kommen, einfache Tore zu erzielen, weil dieses Mannschaftszusammenspiel ist, kann man in so kurzer Zeit nicht erarbeiten. Deswegen Tempo, einfache Tore. Und eben der dritte Fokus ist, das Team muss zusammenwachsen. Jeder muss wissen, was der andere wie macht. Und ja, das sind die drei Hauptpunkte gewesen in der Vorbereitung. Es war relativ schwer, so ein bisschen das irgendwie noch trotzdem herauszufinden, wie wir miteinander trotzdem so spielen, die Spielzüge noch alle durchzugehen nochmal, und war schon eine Herausforderung. Aber jetzt bisher klappt das alles mega gut. Konzentriert euch, ich möchte ab jetzt, dass keiner da runtergeht. So, und jetzt ist die Aufgabe, dass der Jüngste, ohne den Boden zu berühren, nach vorne kommt. Da haben wir intensiver angelegt Teambuilding, so die erste Einheit. Also wir haben uns natürlich im Trainingslager deutlich besser kennengelernt und das Training war auch viel auf Tempo ausgelegt und es war auch am Anfang ein bisschen mit Kennenlernen und es war auch anstrengend, aber es hat Spaß gemacht.
Also wir haben relativ viel trainiert in den Hallen und haben dann halt zwischendurch immer so ein paar Pausen gemacht, was gegessen, ein bisschen rumgequatscht und dann kam wieder ein Spiel, dann wieder was gegessen und dann wieder ein bisschen trainiert, damit wir wieder warm werden und dann wieder spielen. Und dann halt auch Tempo-Gegenstoß, weil wir da auch wieder die ganze Halle hatten. Ein paar Spielabläufe und dann haben wir ja zwei Spiele gehabt. Und die haben wir eigentlich für das erste Freundschaftsspiel so, haben wir das richtig gut gestaltet. Da waren wir selber beide überrascht, dass das schon so gut lief. Wir haben eine Herausforderung. Der Spieler zieht rein, hier, und alle stehen hoch. Ihr müsst den Kreis übergeben. Hinten Mitte muss stehen bleiben. Ja, hinten Mitte muss den Kreis übernehmen. Genauso auf der linken Seite. Ganz viel Entspannung und Zuversicht. Also das Trainingslager, insbesondere der Sonntag, hat mir persönlich sehr viel Zuversicht gegeben, dass das Thema Oberliga sehr realistisch ist, wenn wir unser Können abrufen. Und dass die Mannschaft deutlich weiter ist in der Homogenität, aber auch in dem Handballerischen, als ich erwartet habe. Danach fand ich, dass wir ziemlich gut miteinander also klar kamen irgendwie im Team und so wussten wir auch alle miteinander, wie wir spielen und jeder konnte den anderen einschätzen und auch wir kamen auch gut zusammen, also als Truppe her. Ja. Abladen, Vorbereitung war gut. Heute wollte ich nutzen, weil es A so laut in der Halle ist, dass wir noch mal ganz kurz die wichtigsten Abläufe machen, weil auch Levi und Noah oftmals nicht da waren. Basti war letzte Woche nicht da, wobei Basti alles hinkriegen wird. Dass wir noch mal ganz kurz taktisch machen. Ganz kurz zu morgen, Anpfiff 19:30, Treffen 18:30. Wir können um 18:45 erst auf die Platte. Das heißt, wir treffen uns um 18:30 hier in irgendeiner Kabine umgezogen. Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your.
just the way you like it. Eine Rolle in der Mannschaft ist eigentlich immer, alle anderen auch noch zu motivieren und halt auch irgendwie die anderen, die ein bisschen keinen guten Tag haben, auch noch irgendwie zu motivieren, weiterzumachen und trotzdem gut zu spielen und ja. Also ich habe hier eine etwas, ich glaube, ich bin eher der Lautere in der Mannschaft und bin noch mal für die Ansagen da und probiere das auch ganz normal ein bisschen zu regeln zwischendurch. Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich war seit langem ich war ewig nicht so aufgeregt wie an diesem Spiel. Weil natürlich ist der Druck auch auf Jens und meine Person als Trainer extrem, weil alle wissen, was für Spieler wir verpflichtet haben. Das sind ja jetzt keine No-Name-Spieler, das sind alles gestandene, gute Jugendspieler. Von außen hört man, ey, mit der Truppe müsst ihr Oberliga schaffen. Ja, das ist auch unser Standpunkt. Aber natürlich weißt du nicht, wie performen die Jungs, wenn eine Drucksituation da ist. Und ich war so nervös und habe probiert, diese Nervosität einigermaßen in Schach zu halten. Die Jungs haben es, glaube ich, gemerkt, sie waren auch nervös. Aber doch, Nervosität war so das Hauptthema vorm ersten Spiel. Ich war schon sehr aufgeregt irgendwie, weil wir halt alle nicht wussten, wie sind die Gegner, ob wir das jetzt trotzdem alles gut hinbekommen. Und deswegen, wir waren alle sehr aufgeregt. Und dann haben wir aber einfach das gemacht, was wir können, was wir vorher in den Trainingseinheiten alles gelernt haben und das auch gut umgesetzt. Ich persönlich war schon, weil es das erste Oberliga-Quali-Spiel, ein bisschen nervös, aber man war eigentlich relativ auch gelassen, weil das Umfeld ist hier sehr gut und man kann sich gut auf die Mannschaft konzentrieren. War ziemlich aufgeregt, weil diese Mannschaft, das lief ja schon ein Jahr länger in der Vorbereitung, weil einige schon mittrainiert hatten. Und war aufgeregt, aber ein sehr gutes Gefühl. Jungs, das ist unsere Halle, unsere Heimhalle. Und hier holt kein anderer was als wir. Ja? Okay, also, ihr seid alle noch eingestellt. Denkt dran, wir laufen aus der Abwehr, denkt an die Regelbewegung. 3-2-1 Abwehr. Außen möchte ich, dass die hoch stehen. Hinten ganz wichtig, Kommunikation. Karl Jansen, du fängst hinten bitte an. Hol dir die Halben ran, das ist wichtig. In der Abwehr holen wir uns die Dinger. Also Jungs, rausgehen, Gas geben, 2 Punkte holen und zahlen. Auf geht's! Mann, 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 Mann.
Jungs, hey, hey, Kopf hoch. Ja, wir sind 14 Leute, wir können wechseln, wir holen das. Jungs, ich habe nicht viel zu sagen. Abwehr ist gut. Vorne müsst ihr den Ball mehr laufen, der Ball ist zu viel auf dem Boden. Ja? Spielt es breit, spielt Frankreich links plus. In die Breite. Und der Ball ist zu häufig auf dem Boden, ihr prellt zu viel. Hey, Volley! Hey Jungs, plus 4. Erste Halbzeit. Vom Ergebnis her erstmal alles okay. Ja? Der eine oder andere hat noch mit Nervosität zu kämpfen, haben wir gesehen, haben darauf reagiert. Der andere ist etwas weiter, aber unterm Strich plus 4. Druck machen. Pass hier, hier. Und wenn wir hier den Druck machen und den Abbruch. Jo, let's go. Und wie gesagt, die haben sehr gut zusammengespielt, das passte schon ganz gut fürs erste Punktspiel. Die Jungs waren selber auch, konnte man merken, in der ersten Halbzeit noch relativ aufgeregt und nachher hat sich das ein bisschen gelegt. Also wir haben auf jeden Fall wir haben uns gefreut, dass wir erstmal gewonnen haben und mussten halt noch ein paar Sachen erstmal korrigieren an Spielzügen, weil alle halt die 3-2-1-Abwehr noch nicht so gut beherrschten. Und dann haben wir uns aber trotzdem gefreut, in die nächste Runde zu kommen und sind aber trotzdem also konzentriert ins Training trotzdem reingegangen und haben alles nochmal durchgegangen. Also ich war mit meiner persönlichen Leistung im Spiel gegen Aurich nicht zufrieden, weil ich finde, ich könnte besser spielen. Ich habe auch gegen Aurich schon in Gary besser gespielt. Also die waren relativ erleichtert, das konnte man merken. Die waren vorm Spiel alle ziemlich angespannt. Aber nach dem Spiel ja, ist der Knoten dann geplatzt. Hey Jungs! Ersten zwei, auf geht's! Hey! Sehr gut, Jungs! Sehr gut! Ihr müsst euch an die Mühe führen! Das ist Ich darf leider nicht schreien. Hey, Schritt 1 von 4. Nur noch 3. Basti? Basti! Also.
Das Spiel gegen Wilhelmshaven war schon ganz schön cool. Wir müssten eigentlich die ersten 10 Minuten noch besser uns konzentrieren. Das ist bisher bei jedem Spiel schon gewesen, dass wir uns am Anfang nicht so viel konzentrierten. Und das müssen wir jetzt irgendwie auch noch gut lernen. So. In Wilhelmshaven wollte ich mir dann noch mal deutlich der Mannschaft zeigen, weil das war ja mein zweites Spiel dann nur für Oldenburg, dass ich das auch besser kann und dass ich dann halt auch eine bessere Leistung bringen wollte. Abwehr stand Bombe, die hatten 9 Gegentore zur Halbzeit, das sagt ja auch schon was. Der einzige Manko war in der ersten Halbzeit die vergebenen Chancen, die freien Dinger, ich glaube das waren 7, 8, sonst hätten wir da schon mit 11-12 geführt und nachher haben wir das souverän runtergespielt. Und das macht unseren Kader auch aus, die Breite. Wilhelmshaven hat nur 2 gehabt, die waren nachher platt und wir konnten immer kontinuierlich durchwechseln und es gab keinen Leistungsabfall in der Truppe. Also das ist echt super bei der Truppe. Was gut ist, wir wissen jetzt vermutlich, dass wir sicher in der Oberliga sind. Das nimmt vielleicht auch noch mal ein bisschen den Druck weg. Und was ein bisschen der Nachteil ist, Haaren ist ohne Backe, ist auch ungewohnt. Aber und Haaren stellt eine sehr gute Abwehr. Aber wir sollten das schon eigentlich hinbekommen und mit einem Sieg nach Hause fahren. Also das ist tatsächlich der erste richtige Härtetest. Das ist, glaube ich, auch. Einerseits, weil wir unter der Woche spielen. Der zweite Punkt ist auswärts. 18.45 Uhr, das heißt, wir sind relativ schnell nach Schulende müssen wir los. Und der dritte Härtetest ist tatsächlich auch im Jugendbereich schon das Thema, es wird das erste Spiel ohne Backe sein. Und soweit ich gehört habe, man informiert sich natürlich, ist das auch eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Also sind nicht jetzt 1, 2 Spieler, die da herausragen, die immer 5, 6, 10 Tore machen, sondern das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die auch anzupacken weiß, das habe ich schon gehört. Also ich erwarte ein hartes Spiel, aber ich glaube handballerisch ein sehr schönes Spiel. Jetzt geht noch ein bisschen Tempo und dann Attacke. Taktische Dinge machen wir wieder kurz vor Anpfiff, insbesondere im FK. Das ist auch für den Kopf, den Gegner demoralisieren, wenn die sich den Arsch aufreißen gegen uns ein Tor machen und wir drehen um und machen innerhalb von 5 Sekunden das nächste Drittel, den Ausgleich. Ich will euch einmal was sagen. Jungs, seid drauf gefasst, ihr werdet hier nicht freundlich empfangen. Lasse! Was machst du da, Mensch? Hoch, hoch, hoch! Gut, gut, gut! Zweite Welle, zweite!
und Schütze 5, Levi. 10 Meter werden. Wir holen uns den Sieg, Jungs. Komm, Jungs. Haben, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, wir waren alle recht müde, kaputt schon von der Schule, es war ein langer Tag schon, aber trotzdem haben wir am Anfang, ja, wir haben nicht so gut gespielt, aber wir haben auf jeden Fall das gespielt, was wir irgendwie so noch rausgeholt haben, aber trotzdem nicht alles irgendwie. Dann Mitte des Spiels wurde es auch nicht besser, wir haben technische Fehler gemacht und gegen Ende wurden wir ein bisschen besser. Aber auch nicht das, was wir eigentlich in den Trainingseinheiten davor geübt haben, das haben wir nicht abgerufen. Ich glaube, das war einerseits unser Wille von der Mannschaft, das hier noch zu drehen. Wir wollten natürlich die 2 Punkte am liebsten, aber am Ende mit dem 1 Punkt kann man zufrieden sein. Natürlich, es geht besser und war auch nicht unsere Zielsetzung vor dem Spiel, aber der 1 Punkt war am Ende doch schon gut. Die haben nicht aufgegeben, die haben sich da voll reingehängt und ist ein guter Charakter in der Mannschaft. Also die geben nicht auf. Und das hat nachher, und ich denke mal Haren, kurz vor Toreschluss mit 4 Toren vor, haben vielleicht, oh, das schaffen wir, Gang raus, ja. Und das kannst du dir nicht erlauben. Ja, ich hatte erst Angst. Ich habe mich auch noch mit meiner Mutter besprochen, die ist auch Torhüterin. Aber ich habe mir schon gedacht, dass ich in die rechte Ecke werfe, weil der häufig nach links gegangen ist. Und das habe ich dann auch gemacht. In dem Moment, wo ich dann geworfen hatte, war doch eigentlich alles weg. Es ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, weil die Meter, sage ich mal so, ist immer ein 100-prozentiger Wurf eigentlich. Und dann so einen wegzunehmen, ist immer ein geiles Gefühl. Come on.
Angriffsleistung brauche ich gar nicht viel darauf eingehen. Da sind zwei, drei Stellschrauben, an, wo wir dahin was sagen. Aber faktisch sind wir, wie viel haben wir? 24, 25 hinten drin? 18, wie steht es? 18, 24, 18, 23, was nee, nee, wir haben 19. Aber auf jeden Fall haben wir zu viele Gegentore. Ja, die stecken immer durch. Uns fehlen immer 10%. Erste 10%, die mir fehlen, ist, wir werfen ein Tor und suchen immer erst den Sechser. Nein, wir werfen Tor ab Mittellinie für den Probleme hoch zu verteidigen. Ja, zweimal auf Außen überrennt er uns, Rückraum links, zieht auf, Rückraum Mitte einmal, das sind dann 5, 6, 7 Gegentore zu viel, weil wir einfach noch erst den Weg zurück, oh, dann doch wieder hoch, zu spät. Womit sind wir angetreten mit welchem Ziel? Insgesamt. Ja. Oberliga. Haben wir geschafft. Ja? Heute, zweite Halbzeit, wissen wir, war nicht so das Gelbe vom Ei, hat mehrere Gründe, brauchen wir jetzt hier noch ein, aber Jungs, Kopf hoch. Ja, wir wissen, dass wir das, was wir heute zweite Halbzeit gezeigt haben, nicht das ist, was wir sind. Von daher, jetzt ist unsere Aufgabe, das, was wir sind, jederzeit abrufen zu können. Das trainieren wir, das werden wir in der Vorbereitung in den Fokus drauf legen und dann starten wir zur Saison. Und dann ist der Fokus da und wir sind richtig am Feiern. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht, das ist Oberliga, genießt es, den Tag dran. Bezüglich Training werde ich mich immer in den nächsten Tagen äußern, wir sehen uns auf jeden Fall Montag. Sehr gut, Jungs. Oberliga ist geschafft, sehr gut. Beide haben sehr gut gespielt in der ersten Halbzeit, also war richtig schön anzugucken. Zweite Halbzeit sind wir dann angefangen, da haben wir einige Bälle abgefangen, aber vorne die Dinger nicht reingemacht. Und das war das Problem, die haben nachher die Dinger reingemacht, wir haben die vorne nicht reingemacht. Natürlich, wir wollten gewinnen, aber es war nicht mehr diese, also man will immer gewinnen, aber es war halt nicht mehr dieses, wir wussten, das Spiel geht eigentlich um die goldene Ananas, wer halt Erster wird oder nicht. Aber wir wussten, dass wir sicher weiter sind. Und dann war es so, dass Norton in dem Spiel das auch mehr wollte als wir. Das hat man am Ende auch am Spielstand gesehen. Technische Fehler und wir haben nicht so, also die Spielzüge haben wir nicht so gut hinbekommen. Wir waren nicht so konzentriert. Gegen Ende fand ich, wurden wir dann ein bisschen besser, aber auch nicht, also das war wie ein Spiel von Haaren. Wir haben uns nicht richtig fokussiert, wie wir eigentlich hineingehen wollten, aber ja. Wir uns als Mannschaft trotz der Niederlage am Ende vom ersten Spiel nochmal deutlich gesteigert haben und dass wir auch gut als Mannschaft zusammengefunden haben
und dass man jede Trainingseinheit sieht, dass das deutlich besser läuft als früher. Auch wenn wir jetzt nicht so eine lange Vorbereitungszeit hatten, ist es schon echt schön, in so einer coolen Mannschaft zu spielen, und man merkt auch einfach, dass das Niveau sehr hoch ist. Also ich fand, wir haben das eigentlich sehr gut gemeistert, deswegen sind wir auch in die Oberliga jetzt ja gekommen. Wir haben auf jeden Fall am Anfang der Spiele auf jeden Fall das gegeben, was wir konnten. Wir haben, fand ich, am Anfang unsere Spielzüge sehr gut gespielt, haben gut miteinander gespielt, haben das auch in den, also wir haben viel Spaß auf jeden Fall auch. Ja. Wir wollen die Liga rocken. Das heißt, wir wollen versuchen, oben unter den ersten drei mitzuspielen. Dafür müssen wir ordentlich noch was tun, aber es ist machbar. Die Jungs, muss ich auch ein großes Lob aussprechen, die Jungs haben echt gut mitgezogen die ganze Zeit und jedes Training Vollgas gegeben, ist echt gut. Ist total super. Und bei den Eltern möchte ich mich auch nochmal bedanken. Die das alles, ohne die Eltern würde sowas gar nicht funktionieren. Wir haben kurzfristig Spiele abgemacht und die Eltern sind da hingekommen mit ihren Kindern. Es ist eine super Gemeinschaft mit den Eltern, das auch im Hintergrund, was die alles machen, sei es Cafeteria, Zeitnehmer, da brauchen wir uns um gar nichts kümmern und das brauchst du, um dann auch dann sich nur auf die Jungs zu konzentrieren. Und das nochmal einen schönen Dank an die ganzen Eltern. Dass wir auf jeden Fall bereit sind für alle Gegner, die kommen, und auch für alle Spieler. Und dass wir jeden schlagen wollen und werden. You know that this right here for